Na, wer von euch überlegt, wo der Familienurlaub mit Schulkindern hingehen soll, der kommt wahrscheinlich nicht auf die Idee, nach Karlsruhe zu reisen. Doch die lebendige Kulturstadt bietet eine Menge Ausflugsziele. Aktuell könnt ihr das Naturkundemuseum in Karlsruhe freitagsnachmittags ohne Eintritt besuchen. Auf mehreren Etagen profitiert ihr von herausragenden Sammlungen und Forschungsaktivitäten. Vielleicht kennt ihr auch Kinder mit dem Wunschberuf Paläontologin oder Paläontologe. Diese werden natürlich auch etwas zum Thema Dinosaurier finden und begeistert sein. Der Tierpark Oberwald entstand 1965 und beherbergt sehr interessante Tierarten. Außerdem gibt es einen richtig tollen Abenteuer-Naturspielplatz. Ich finde es entspannend, durch den zoologischen Stadtgarten mit seinen vielen thematischen Gärten und Bereichen zu laufen. Hier gibt es zum Beispiel sehr imposante Bäume aus vielen Ländern und zahlreiche Tiere. Das Karlsruher Schloss ist sehr beeindruckend und wurde zwischen 1715 und 1718 errichtet. Das Badische Landesmuseum repräsentiert 50.000 Jahre internationale Kulturgeschichte. Wenn ihr die 165 Stufen vom Fuße des Schlossturms bis zur Aussichtsplattform meistert, dann werdet ihr mit einem faszinierenden Blick über die Stadt belohnt. In 42 Meter Höhe könnt ihr den Karlsruher Fächer erkennen. Unseren ausgiebigen Erfahrungsbericht findest du auf meinem Blog www.elischeber.de. Den Link poste ich unter diesem Video. Abonniere doch auch meinen YouTube-Kanal Elischeber TV und aktiviere die Glocke. Danke, bye bye.